Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of the Pony mit mir, King Falke. Okay, hatte letztens irgendwas mit dem Gewinn noch gesagt. Mit Lotto. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Hä? Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Okay. Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein, wenn mein Plan funktioniert. Hui, wie schön. Es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Ich freue mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es einfach. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Haben wir jetzt wieder den. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Scheiße. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ach, nee. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Etwa so. Oh, wie schön! Wie grillt Donnerstag Baumschmuck? Boah, und jetzt nur? Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Kannst du nicht das nehmen? Oh, scheiße. Lol. Ich hab die Dummheit. Jetzt haben wir die zweimal. Hä? Lol. Hallo. So. So. Dann wollen wir mal. Aua. Haben mich das Spiel jetzt zerschrottet? Alles gut bei dir? Alles supi. Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Was ist denn, wenn man die jetzt umschaltet? Oh, na endlich. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge. Gehört alles zum Plan. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich soll mich mitten in einem Gewitter in einen Kübel Wasser stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Für wie naiv? Okay, Planänderung. Warte mal, du schaltest mich jetzt aber nicht um und fragst mein naives alter Ego, oder? Aber Goal, wer würde denn sowas tun? Ich warne dich. Nein, warte. Du ignorierst Warnungen. Ich warne dich nicht, okay? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das steht doch da drüben jetzt schon. Hallo. Baby Goal. Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Was? Hast du Hunger? Sag jetzt nicht, du hast heimlich für mich gekocht. Nicht direkt. Hast du etwas gebacken? Torte? Früchtekuchen? Ich verrate es dir später. Es soll eine Überraschung werden. Dann wollen wir mal. Aua. Sie ist süß. Sie passt zu mir.
Das ist immer noch lustig. Oh, na endlich! Oh ne, warte mal, ich will mal jetzt hier so machen. Hier auf Baby Goal. Baby Goal! Und hier. Das würde nichts bringen. Oh, schade. Alles gut bei dir? Alles supi! Bleib so, ich bin gleich wieder da. Schön, du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Hey, go. Alles nicht wirklich, ich habe Angst. Ich bin ja. Weiter geht's. Ich folge dir. Was willst du, wenn ich jetzt so mache? Oh, na, endlich. Und jetzt zu dieser. Alles gut bei dir? Alles supi. Komm erstmal wieder runter. Okidoki. Oh, jetzt ist die andere weg. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich soll mich mitten in einem Gewitter in einen Kübel Wasser stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Für wie naiv? Okay, Planänderung. Warte mal, du schaltest mich jetzt aber nicht um und fragst mein naives alter Ego, oder? Aber Goal, wer würde denn sowas tun? Ich warne dich. Nein, warte. Du ignorierst Warnungen. Ich warne dich nicht, okay? Zu spät. Mist. Okay. Baby Goal! Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Hm, du hast recht, das klappt so noch nicht. Hey, Goal, alles gut bei dir? Nicht wirklich, ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei... Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Der guckt. Und jetzt? Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück. Kaum zu fassen. So, jetzt hat sie das. Und jetzt müsste das funktionieren, oder? Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry, ich muss kurz geblinzelt haben. Ja, wir haben das wieder dran. Wieder runter. Zack. Mit der Ach, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedo-Ausrüstung herbekomme? Da kann man ja noch fragen. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedo-Ausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedo-Ausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid
und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Was machen wir hier noch gleich? Der Empfänger ist modifiziert. Du musst ihn nur noch auf dem Funkmast installieren. Ach ja. Ja, bist du schon. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Okay. Vater Fisco. Können wir nochmal mit Gon, mit Gun reden. Du alte Socke. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Hm, das leuchtet natürlich ein, ja. Nochmal zu Porta Fisco. Was möchtest du wissen? Wie komme ich zum oberen Ausstieg? Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung der Oberen? Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Hier haben wir nochmal hier rein. Rebell. Mit Janos. Oh, jetzt ist er hinten, wollte ich ja. Nein, aber nicht unbedingt. Warte mal. Kann man das jetzt mit die Klatte? Banane machen. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Ich bin blind. Ich habe selbst die Vorstellung gemacht. Na, den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Und jetzt können wir nochmal mit Uni reden. Oh, die hat einen Knackwurst da drin. Und? Wie arbeitet du so unter meiner weisen Führung? Ich glaube, dir würde ein paar Liegestütze. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Ich brauche die Hilfe der Delfinen für meine Jagd. Na gut, öffne einfach die Schleuse, wenn du soweit bist. Aber vergiss nicht, dass sie noch ihre Ausrüstung brauchen. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Sie sind zu weit weg, um sie auszurüsten. Ich muss sie irgendwie durch die Schleuse bekommen. Hm.
Okay, jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Wieso nicht? Aber leider war es schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen!